Willkommen zu unserem neuen Tiere-Schlau-Video, in dem wir uns heute mit dem Cavalier King Charles Spaniel befassen, einer besonders geselligen und liebevollen Hunderasse. Diese Rasse stammt aus England aus der Zeit von Elisabeth I. Die Rasse ist wahrscheinlich das Ergebnis einer Kreuzung von Pekinesen mit Hunden japanischen Ursprungs. Besonders beliebt war er in der britischen Monarchie. Insbesondere Charles II. Schätzte den Cavalier King Charles Spaniel besonders, daher auch sein Name. Es ist überliefert, dass er sich auch bei Staatsversammlungen nicht von seinem Hund trennen konnte. Heute ist die Rasse bei Hundeliebhabern auf der ganzen Welt beliebt. Der Cavalier King Charles Spaniel wiegt zwischen 5 und 8 Kilogramm und misst am Widerrist etwa 30 bis 33 cm. Das Fell ist glatt und seidig mit Fransen an den Ohren, am Schwanz und am Unterbauch. Die FCI erkennt die folgenden Fellfarben an. Die Cavalier King Charles Spaniel Rasse zeichnet sich durch ihre fröhliche, freundliche und gelehrige Art aus. Sie können sich anpassen und eignen sich sowohl für Familien mit kleinen Kindern als auch für ältere Menschen. Sie sind außerdem ideale Therapiehunde. Obwohl sie einen ausgeglichenen Charakter haben, sind sie aktive und verspielte Hunde, die viel Bewegung benötigen. Sie kommen normalerweise gut mit anderen Hunden und Haustieren aus, solange sie gut sozialisiert sind. Ein Mangel an Bewegung kann zu Übergewicht und Fettleibigkeit beim Cavalier King Charles Spaniel führen. Mindestens 3 tägliche Spaziergänge und körperliche Bewegung werden empfohlen. Grundlegende Pflege ist auch erforderlich. Dies beinhaltet regelmäßiges Bürsten, mindestens alle 3 bis 4 Tage und ein Bad alle 1 bis 2 Monate. Einen Cavalier King Charles Spaniel zu erziehen ist ganz einfach. Bereits im Welpenalter sollte mit der Sozialisierung und einer Grundausbildung begonnen werden. Verwendet immer positive Verstärkung, insbesondere beim Grundlagentraining. Die Rasse benötigt regelmäßig, auch im Alter, geistige Stimulation. Die Lebenserwartung des Cavalier King Charles Spaniel liegt zwischen 9 und 14 Jahren. Sie sind sehr anfällig für verschiedene Erbkrankheiten, wie Syringomyelie, eine besonders schmerzhafte und schwerwiegende Erkrankung. Schätzungen zufolge leiden etwa 33% der Cavalier King Charles Spaniel darunter. Sie sind auch anfällig für andere degenerative Erkrankungen. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, regelmäßig alle 6 Monate eine tierärztliche Untersuchung durchführen zu lassen und die Impf- und Entwurmungspläne genau einzuhalten. All dies trägt dazu bei, Krankheiten vorzubeugen und schnell zu erkennen. Dies ist unser Video für heute. Gebt uns ein Like, wenn ihr es nützlich fandet und hinterlasst einen Kommentar zu euren eigenen Erfahrungen mit dem Cavalier King Charles Spaniel. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal.